Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, innerhalb der Vorlesungsreihe der Biodiversität sind wir jetzt bei der 16. Vorlesung angekommen, wo wir uns jetzt mit den wahren Hundezähnern, den Oizynodontia, befassen werden. Und ja, wie gehen wir vor? Wie immer schauen wir uns die Taxonomie an, gehen dort dann die Untergruppe der Hundekiefler rein, die Cynognathia und dann die Probeinognathia. Und bei denen wiederum schauen wir uns deren Taxonomie an. Und ihre einzelnen Untergruppen, das sind, beginnt mit Punkt 3.2, Lunculia, Actinidion, Aleodon, Schniquodon, Robinognathus, Trucidocynodon, Therioherpeton, die Wieselechsen, Trihelodontidae, die Brasilodontidae, die Dreihöckerzähner, Trithylodontidae und last but not least, die Säugerartigen, die Mammalia formis, mit denen wir dann auch das nächste Mal weitermachen. Und wo ihr schon seht, dann sind wir endlich sehr nah an den Säugern dran. Aber bis dahin ist jetzt noch ein Stückchen, aber ihr seht, viele ausgestorbene Gruppen, deswegen bei vielen gibt es nicht viel zu sagen. Da werden wir relativ schnell drüber gehen können. Fangen wir an mit der Taxonomie und wie immer der kleine Wiederholung zum Einstieg. Die Unterordnung der wahren Hundezähner setzt sich aus den Säugetieren und den restlichen Cynodontia zusammen, die nicht in eine der anderen Gruppen fallen. Sie sind bis heute rezent und sehr divers in ihrer Anatomie, Morphologie und Physiologie. Zu den Hundekieflern lässt sich sagen, dass deren rangloses Taxon vor ca. 200 Millionen Jahren im frühen Jura ausgestorben ist. Und ihr wichtigstes Merkmal ist sehr schwer zu erkennen. Hier mit schwarzem Pfeil habe ich es mal versucht direkt draufzustellen bei einem menschlichen Schädel. Und zwar ist das die Ausbildung des Jochbogens im Schädel, der bis über das Schädelfenster orbital hinausragt. Quasi das wichtigste Merkmal ist auch eins, was man nur sehr schwer finden kann. Damit sind wir auch schon bei Punkt 3, den Probeinognathia. Und dieses ranglose Taxon ist bis heute durch ihre Untergruppe der Säugetiere, die Mammalia, rezent, sprich das ist quasi auch unsere Verwandten, unsere Vorfahren. Entsprechend sind sie auch sehr divers und es gibt nur wenige eindeutige Apomorphien. Das wäre der sekundäre Gaum, der leider aber auch fehlen kann und damit wiederum nicht eindeutig ist. Und Stirnbein und Gaumbein berühren sich am Schädelfenster, dem Orbita. Ja, wenn wir uns sehr ihre eigenen Untergruppen anschauen, da haben wir die Gattung der Therioherpeton, die ausgestorben ist, die ausgestorbenen Wieselechsen, Trithylodontidae, die drei Höckerzähner, Trithylodontidae, die säugerartigen Mammalia formis, die gibt es noch, im Gegensatz zu den ganzen anderen. Dann haben wir noch die Familie der Brasilodontidae, die Gattung des Aleodon, die Gattung der Actinidion, die Gattung der Lunculia, die Gattung der Schniquodon und die Probeinognathus, die auch eine Gattung darstellen. Als letztes dann noch die Trucidocynodon. Und auch das ist eine Gattung, die ausgestorben ist. Ja, wir fangen mit den Lunculia an und deren Gattung starb vor ca. 237 Millionen Jahren im mittleren Trias aus und weist folgende Apomorphien auf. Erstens, es liegt noch keine Winkelung der ventralen Schädelhaut vor, wie sie für die Evolution nachgeschaltete Gattung der Schniquodon typisch ist. Zweitens, die Eckzähne haben sehr hohe Kronen, haben unsere auch noch. Drittens, der sekundäre Gaum ist sehr kurz. Ja, das war's auch schon, deswegen wir zu den Actinidion übergehen können. Deren Gattung starb vor ca. 202 Millionen Jahren im späten Trias aus. Und es gibt nur sehr, sehr wenige Daten, was eine Klassifizierung sehr, sehr schwer macht, weswegen die Gruppe eigentlich auch nicht ganz sicher ist. Und zur Bestimmung wurde bisher nur ein 11 cm langer Schädel in der Ischigualasto-Formation in Argentinien gefunden, welche eine eigene Gattung vermuten ließ. Ja, auch die ausgestorbenen Aleodon sind im späten Trias ausgestorben, und zwar vor 227 Millionen Jahren, vermutet man. Auch hier ist die genaue Stellung nicht sicher, aber man sagt, dass sie folgende Merkmale aufweisen sollten. Erstens, die Zahnreihung sowie der Aufbau der Eckzähne hat eine typische Anordnung, die in anderen Gruppen nicht auftritt. Und zweitens, es befinden sich zwei Schneidezähne im Unterkiefer. Das ist ja, kein sicheres, aber eher ein schnelles Merkmal zum Bestimmen, denn die meisten Cynodonten haben vier. Damit kann man sie
relativ auffällig ausscheiden lassen. Ja, dann haben wir die Chinique-Vodon. Die starben vor 240 Millionen Jahren im mittleren Trias aus. Und die phylogenetische Abstammung ist rein genetisch definiert, sodass es bislang keine wesentlichen morphologischen Abgrenzungsmerkmale gibt. Man hat Schädel gefunden, die waren etwa 10 cm lang. Die Zähne waren raubtierhaft. Weswegen man vermutet, dass es sich hier wahrscheinlich um hundsgroße Räuber gehandelt hat. Ja, ein bisschen mehr kann man zu den Probeinognathus sagen, deren Gattung wörtlich fortgeschrittene Kiefer bedeutet und vor 221,5 Millionen Jahren im späten Trias ausstarb. Das namensgebende und wichtigste Merkmal ist die weiterentwickelte Kiefergelenkartikulation, welche kräftiges Zubeißen ermöglichte. Hierbei wurde das Kieferlenk durch die Schädelknochen Quadratbein, das Quadratum hier in der Zeichnung mit Q dargestellt, das Gelenkbein Articulare, das Schubenbein Squamosal, hier mit SQ dargestellt, und den Kieferknochen Dentari gestützt. Anhand des Schädelbaus vermuten Forscher, dass die Vertreter über ein weiterentwickeltes Gehirn mit eigenen Hirnregionen verfügten, also schon relativ weit entwickelt waren. Und man vermutet olfaktorische Ausprägung, ein ausgeprägtes Kleinhirn, Cerebellum, sowie Flocculus genannte Kleinhirnlappen, welche dem Gleichgewichtssinn dienten. Das deutet auf das Vorhandensein von optischen, akustischen, motorischen und Drucksinn hin, welche für eine Endothermie und damit einen wesentlichen Entwicklungsschritt Richtung Säugetier stellen, also Endothermie gleich warm sein. Und die Probeinognathus waren höchstwahrscheinlich Karnivoren, Fleischfresser. Ja, dann machen wir mit den Druzydocynodon weiter. Deren Gattung stammt späten Trias vor ca. 220 Millionen Jahren aus und sie erreichten etwa die Größe eines Leopardens. Die Gattung enthält bisher als einzige beschriebene Art Druzydocynodon riograndensis, dessen Fossil in der Santa Maria Formation im Paleorrota Geopark Agudo des heutigen Brasiliens entdeckt wurde. Bemerkenswert ist, dass sich die Individuen auf ihren Zehen bewegten, was schnelles Rennen, aber auch leises Fortbewegen ermöglichte und so eine sehr gute Anpassung für Räuber war. Und dieses Zehengehen, das heißt einfach digitigrade. Die Spezialisierung auf die Fähigkeit zu rennen wird hingegen cursorial genannt, war allerdings auch vorhanden. Ja, zu den Therioherpetern kann man sagen, dass die im späten Trias vor ca. 220 Millionen Jahren ausgestorben sind. Und man hat Fossilien dieser Gattung gefunden, und zwar in der Santa Maria Formation im Paleorrota Geopark Agudo. Ja, kommt euch bekannt vor, hatten wir auch gerade. Allerdings liegen aktuell keine weiteren Angaben vor, außer dass es sich höchstwahrscheinlich um einen kleinen Räuber gehandelt hat. Ja, dann haben wir noch die Wieselechsen, die Triteledontidae. Und deren Familie starb im Unterjura vor ca. 190,8 Millionen Jahren aus. Und ihren Namen verdanken sie ihrer noch echsenartigen Eigenschaften, die ja bereits einen Übergang zu Säugern in der Größe von Wieseln aufweisen. Man könnte fast schon hier von einer Mosaikform sprechen. Das beste Bestimmungsmerkmal bei ihnen ist das Gebiss, da sie ein doppeltes Unterkiefergelenk hatten. Vorne war das Säugetierhafte aus den Knochen Dentale und Squamosum. Und hinten das Reptilienhafte aus den Knochen Articulare und Quadratum. Des Weiteren lagen im Ober- und Unterkiefer nur je zwei Schneidezähne vor. Damit kommen wir dann auch schon zu den Brasilodontidae. Der Familie starb im späten Trias vor ca. 202 Millionen Jahren aus. Und über die Familie ist lediglich bekannt, dass es sich wahrscheinlich um kleine Insektenfresser, Insektivoren, handelte. Und da halt so viele Angaben fehlen, vermute ich mal stark, dass die taxonomische Gliederung anhand der genetischen Reste oder wahrscheinlich anhand des Schädelsbaus erfolgt ist. Allerdings liegen auch hierzu mir keine Angaben vor, weswegen das nur eine Vermutung ist. Ich habe jetzt zumindest nicht finden können, dass man hier irgendwelche guten Fossilien gefunden hätte. Dann haben wir noch die drei Höckerzähne, die Triteledontidae. Die starben vor 99,6 Millionen Jahren in der Unterkreide aus, also sind die, sag ich mal, bisher jüngsten Vertreter, die wir hatten. Und ihr Name leitet sich daher ab, dass der Oberkiefer drei Längsreihen, daher Tri, Höcker aufweist. Der Unterkiefer weist hingegen nur zwei auf. Ihre wichtigsten Merkmale sind, dass der Schädel bereits sehr säugerartig ist,
da die Schädelfenster sehr groß sind und direkt in die Augenhöhle übergehen. Im Gebiss fehlen die Eckzähne, dafür sind jedoch ein paar zusätzliche Schneidezähne etabliert, das ist ein typisches Merkmal für Pflanzenfresser. Zwischen Schneide- und Backenzähnen ist ein großer Zwischenraum, das sogenannte Diastema. Die Backenzähne verfügen über zwei Zahnwurzeln und sie haben bereits zwei Zahnreihen Dentition. Wie bei Menschen können Zähne also einmal aus dem Unterkiefer nachrücken. Das heißt bei uns Ober- und Unterkiefer, aber bei denen nur Unterkiefer. Sie haben noch das typische Reptiliengelenk aus Quadratum und Articulare. Und Funde belegen, dass ein Wurf bis zu 38 Jungtiere beinhaltete und die Jungtiere den adulten glichen. Das heißt, keine Entwicklung wie bei Säugern und wahrscheinlich keine so intensive Nachkommenaufzucht. Damit sind wir bei der wichtigsten Gruppe angelangt für diesen Teil der Vorlesung, die Säugerartigen, die Mammalia formis, die uns endlich mal in die Richtung der Säuger so richtig bringen. Und das sieht man auch schon im Bild, die sehen denen auch schon recht ähnlich. Und diese ranglose Gruppe ist phylogenetisch recht umstritten, da sie hauptsächlich die Säuger und einige andere Gruppen umfasst, die jedoch teilweise noch so viele oder so deutliche reptilienhafte Merkmale aufweisen, dass man sich nicht sicher ist, ob man die in eine Gruppe schmeißen sollte. Aber aktuell ist das hier der Stand, wie man sich geeinigt hat. Man wird aber in verschiedenen Lehrbüchern verschiedene Angaben finden. Experten sind sich hier unschlüssig, wie die Abgrenzung zu den Säugetieren erfolgt. Zum Beispiel, ob das Vorhandensein von Milchdrüsen zwingend zur Gruppierung der Säugetiere oder noch zu den Säugetierartigen erfolgt. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Übung angelangt. Und wie immer möchte ich euch an der Stelle bitten, pausiert hier das Video, nehmt euch Stift, Papier, irgendein Medium zur Hand und versucht mal die Aufgaben zu lösen, um zu sehen, was hängen geblieben ist. Ich bringe natürlich schon zur Lösung weiter, drücke euch ganz doll die Daumen, wünsche euch viel Erfolg und dann vergleiche ich mir mal und hoffe, dass wir alle dasselbe raus haben. Viel Spaß! Okay, dann kommen wir mal zur Lösung, zur ersten von drei Folien, die ich hier benötige. Erstens, nenne 10 Gruppen der Probinocnadia. Da haben wir die Luncuria, die Actininion, die Aleodon, die Chinicodon, die Probinocnatus, Trucido, Cynodon, die Therioherpeton, die Wieselechsen oder auf Latein Tritheledontidae, die Prasilodontidae, die drei Höckerzähner, Tritylodontidae oder die säugerartigen Mammalia formis. Zweitens, wie lassen sich Probinocnatia und Hundekiefler, die Cynocnatia, unterscheiden? Das ist recht einfach. Bei den Hundekieflern ragt der Jochpronogen des Schädels bis über das Schädelfenster, während bei den Probinocnata sich Stirn und Gaumenbein am Schädelfenster berühren. Drittens. Erläutere folgende Fachbegriffe. Diastema, Dentition, Digitigrade und Cursorial. Das Diastema ist ein Fachbegriff für einen Zwischenraum im Organismus. Hier hatten wir es gelernt bei der Zahnlücke. B. Die Dentition, das ist der Fachbegriff für die Zahnreihen, also die Anzahl, wie viele Zähne pro Zahnposition nachrücken können. Ja, Digitigrade, das bedeutet wörtlich übersetzt Zehngang, also die Fähigkeit, sich auf den Zehen vorzubewegen, was deutlich leiser ist. Cursorial, das ist so ein bisschen das Gegenteil fast schon, das ist die Spezialisierung auf Rennen und Sprinten, kann aber auch mit dem Zehngang kombiniert werden, um schnelles und leises Gehen zu ermöglichen. Viertens. Stelle dir vor, du findest ein Fossil aus einer ehemals kalten Region. Das Fossil weist Rückstände von Haaren auf und das Gebiss hat verlängerte Eckzähne, sogenannte Fangzähne. Mit bei dem Fossil findest du Skelette von ca. 50 Jungtieren, welche vom Aufbau dem adulten Tierfossil gleichen. Welche Rückschlüsse kannst du anhand dieses Fundes auf die Ökologie und die Lebensweise dieses Tieres ziehen? Ja, das war ein bisschen schwer, aber mit ein bisschen logischem Überlegen kam man da dran. Kalte Region und Haare. Höchstwahrscheinlich Homo ioterm, also gleichwarm. Es hat Fangzähne, also ist wahrscheinlich ein Raubtier, ein Fleischfresser gewesen, ein Karnivor. Und es hatte 50 Jungtiere, da es also viele Nachkommen hatte, war wahrscheinlich keine intensive Brutpflege vonnöten. Und last but not least, Jungtier, das Adulttier ähnelt, wahrscheinlich war es hier kein Säuger, denn die sehen ja in der Regel dann nicht identisch aus. Okay, damit sind wir zum Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, es war für euch interessant. Nächstes Mal machen wir, wie versprochen, mit den Säuger-ähnlichen richtig weiter, mit den Mammalia formis, gehen da tiefer rein bis zu den Säugetieren. Und ab da wird es dann auch richtig greifbar und spannend. Und ich hoffe, ich sehe, bzw. ihr hört mich bis dahin wieder.
Ich verabschiede mich, einen schönen Tag und sage Tschüss.